Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Und tot bin ich. Ja. Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute spielen wir Battlefield 1, den ersten Weltkriegsshooter. Und zwar die Open Beta. So, und ich habe mir jetzt gedacht, ich spiele einfach mal ein paar Runden und mache dann einfach nur einen kleinen Zusammenschnitt aus meinen ganzen Malheuren hier. Also, rennen wir mal gleich los. Oh, dann geht's ja schon richtig los. Oh, oh, oh. Gleich die Maske aufsetzen. Und wo haben wir ihn? Komm, zeig mir einen Gegner. Kein Gegner? Er merkt mich nicht. Yeah. Ah. So, erstmal schon mal gleich hier zum Berg rennen. Alter, da ist das, was ich meine. Die Kugeln fliegen einen nur um den Kopf weg. Herum. Man ist gleich gezwungen hier zu campen. Geht nicht anders, Leute, ich sag euch. Da gehen wir mal andersrum. Ein Panzer. Ja, was auch auffällt, ist, dass die Panzer sind so stark, da hat man als einzelner Soldat hat man da keine Chance. Die muss man wirklich im Team, muss man die besiegen. Aber einzeln, wenn man da als Soldat vor so einem Panzer läuft, ist man nur Kanonenfutter. Komm her. Na, los. Sieht er mich? Nee. Aber er liegt schon da. Gleich hin. Boah, hätte ja fast schon geklappt. Geht ja gut los hier. Krieg ich mal rum. Pistole, falls der an hier rankommt. Das ist nämlich auch so eine Sache. Nur auf Nahdistanz geht es mit der Pistole. Nein. Ah, jetzt kommt der scheiß Schneesturm. Der kommt hier nämlich immer intervallmäßig. Na komm, du bist doch hinterm Berg, Alter. Er kommt. Kommt an die Rand. Komm her. We have armed objective apples. Zeig doch. Aber nicht habe ich die Sau. Jetzt rushen wir rein. Hab ihn erwischt. Hab ihn gekriegt. Ja, Rang 3. Wirklich, bei diesem Schirm sieht man gar nichts. Ah, die hätten sich aber auch, finde ich, ganz ehrlich, eine bessere Karte aussuchen können, weil dieses Campen hier, das geht einem echt auf den Sack. Noch gleich so ein perfektes Vorschau-Szenario ist das hier. Da ist einer. Ist das einer? Das ist doch da. Irgendwas blitzt doch da. Nee, scheint nicht zu sein. Doch, doch. Der wartet jetzt auf mich. Machen wir gleich wieder einen Rückzieher. We have taken out objective butter. Wait for the enemy artillery barrage. Was will man denn hier machen, ey? Hier ist nichts los, sag ich euch. Mega aufregend. Aber was soll's. Hauptsache, wir spielen eine Runde Battlefield 1. Die Open Beta.
reingerusht. Hauptsache, komm her, ist hier irgendeiner? Ich sehe nichts. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja, yeah, hab mal erwischt, Drecksau. Den haben wir gekriegt, würde ich sagen. Also was ich aber auch sagen kann, so dieser Sprint. Also der Sprinter mit dem Bajonett, der fühlt sich an, wie als ob man auf eine Schiene läuft. Also man hat nicht so ein Gefühl, finde ich, dafür. Das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Aber ich bin schon wieder Kanonenfutter, ich muss hier kriechen. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt kann aber auch mal langsam der Sturm hier aufhören. Das geht ja auf die Nerven. Wie sieht der Stand aus? Okay, 2 Kills. Wieder das Gewehrchen rausholen. Gewehrchen anlegen. Mal nach links kriechen. Mann, komm. Wieder so ein Sturm. So. Also an sich finde ich ist das Spielgefühl gar nicht so schlecht. Oh, jetzt hört der Sturm endlich auf. Super. Oh, gleich auf den Berg gucken. Hier hängen sie nämlich gerne. Da. Komm. Sag mal. Erwischen nicht. Und renn rein. Haben. Haben gleich. Haben, haben, haben. Ja, Jackpot. We have taken out objective apples. Da drüben sind meine Männer. Oh, 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 oh. Ja, das war's. Wo hat er mich erwischt? Von welchem Berg? Das ist das, was ich meine. Machst die rüber aus dem Feld raus. Päm, Alter. Kriegst gleich eine genatzt. Egal. Gleich erstmal auf Pistole wechseln, weiß ja nicht, was hier vorne passiert. Oh, 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 direkt vom Berg, das geht gar nicht. Das ist, ich bin ja total beknackt gespawnt. Oh, die hängen da alle auf dem Berg, ja? Da hilft nur rüberrennen. Mal sehen, ob wir damit durchkommen. Zumindest hat der Sturm aufgehört. Also, grafisch sieht das schon richtig cool aus. So, jetzt hier ein bisschen vorsichtiger sein. Oh! Vergiss es! Lass mich nicht von dich abknallen. Komm mal hier rüber. Hat mich nicht gesehen. Geil, das muss ich jetzt bringen. Nein, er sieht mich. Er sieht mich, er sieht mich, ich sehe mich schon. Mist. Ja, wir gehen jetzt mal auf Rushen. Das wird natürlich völlig in die Hose gehen, aber wir machen es einfach. Jetzt werden wir mal der Meute in den Rücken fallen. Ja, ich habe ihn erwischt. Aber er hat... Ja... Da hinten, die Sau hat mich erwischt. Also hier werden wir dann mal... Hier sind wir Futter. Ich muss quasi hier rum und von hinten ran. Probieren wir doch mal gleich. Boah. Ja, ja, ja. Übertreibt doch nicht. Bitte. Ey, das tut ja so, als ob ich 100 Meter weggelaufen bin. Als ob ich 1000 Meter weggelaufen bin. Ey, das... Also, darf ich mich noch nicht mal zu weit wegbewegen von denen? Probier halt noch mal, aber renn nicht so weit weg. Mann. Wer kämpft?
kommst nicht ran. Und zum Thema Realismus. Also, es sieht zwar aus realistisch und könnte man sagen, oh krass, wie realistisch die Grafik und... Aber ich, wenn man einen mit so einem Bajonett erwischt, also hier mit so einem Bajonett hier so laufen... Das bedeutet nicht gleich, dass der tot ist in Wirklichkeit. Also er kann immer noch eine Waffe ziehen oder so. Also nur falls jetzt Leute behaupten, dieses Spiel sei realistisch, also realistisch. Das ist halt Battlefield. Auf hier. Was ist das hier? Da lag die Sau auf dem Boden. Sag euch, man kann nur spielen oder quatschen. An sich ist die ganze Atmosphäre sehr dicht, was man jetzt auf dieser Map halt nur sagen kann. Ich hoffe, es wird nachher auch noch mehr Häuserkampf geben oder so, weil ich denke nicht, dass es nur so wird. Also das kann ja nicht wahr sein. Dann werdet ihr ja das reine Camper-Spiel. Also, let's go. Gleich gucken, wo die ersten sitzen. Denn die machen es nicht anders. Wo ist der Ton? Hey, wo ist denn der Ton hin? Na geil. Dreckhöcke. Sitzt hier ohne Ton da oder was? Mist. Oh nein. Panzer, Panzer, Panzer. Na, ja, das war doch klar. Das ist Schwachsinn. So, fahren wir mal ein bisschen Panzer. Jetzt sind wir auf dem Pferd unterwegs. Und jetzt springen. Horseman's Power. Wer hat genutzt? Panzer hat genutzt. Da drüben sieht man schon das ganze Gas. Ich glaube, das ist Senfgas. Das wird ja die Lunge zerätzt. Das wurde ja gern eingesetzt. Wir haben auch hier, wenn auf Z, haben wir eine Maske bei. Auf hier treten wir. Lebensmüde. Voll weggenatzt. Ja, geil. Boah. Ups. Scheiße. War doch lustig. So, an der Stelle muss ich aus dem Off nochmal kommentieren. Ich habe ganz vergessen, mich zu verabschieden. An dieser Stelle sage ich: Ciao, macht's gut, euer Tornado.